Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Selbst sind die Mitarbeiter ist heute das Thema. Ich bin Benny von Andrena Objects und ich habe euch heute ein paar Geschichten über unterstützte Führung, Empowerment und Selbstorganisation mitgebracht, wo das ganz gut funktioniert. Die eine wird über ein U-Boot gehen, die andere über ein Unternehmen in Brasilien und das dritte über ein Unternehmen, das vielleicht sind die einen oder anderen der Geschichten auch schon bekannt. Ansonsten ist das gerne eine Einladung zur Diskussion über Empowerment und Selbstorganisation, die wir dann währenddessen und im Nachgang führen können. Fangen wir mit dem U-Boot an. Das U-Boot ist von David Marquet, die USS Santa Fe, ein US Navy Atom-U-Boot, das Führungsmodell umgedreht hat. Turn the Ship Around ist das Buch, in dem das beschrieben ist. Wer kennt das Buch? Ah, super, dann erzähle ich sogar noch was Neues. Und er hat dort beschrieben, wie er Followers zu Leadern gemacht hat, wie er das Führungsmodell von Leader-Follower zu Leader-Leader umgestellt hat, mit Selbstorganisation ein U-Boot, das vorher nicht so gut funktioniert hat, sehr erfolgreich gemacht hat. Jetzt gucken wir uns an, wie ist denn der Weg gewesen, wie hat er das Ganze denn gemacht. Tauchen wir ab in die Geschichte dieses U-Boots. Es hat damit angefangen, dass er ausgebildet wurde. Ein Jahr und noch länger wurde er für die MSS Olympia ausgebildet, hat alles über das Schiff gelernt, jede Schraube gekannt, jedes Ventil, hat die ganze Crew in- und auswendig gekonnt, alles über die gelesen, was er so gefunden hat, war bestens darauf vorbereitet. Es war noch eine Woche bis zur Übernahme dieses Schiffs, sein erstes eigenes Kommando. Er hat sich noch einen Urlaub gegönnt und war irgendwo vor Hawaii unterwegs gewesen, auf einem anderen Schiff. Und dann kam über damals Satellitentelefon, was noch sehr bedeutend war, als er getätigt wurde, die Order von seinem Kommandanten. Ja, er solle doch ein anderes Kommando übernehmen als das, was er eigentlich geplant hat. Er würde jetzt die USS Santa Fe befehligen. Das ist auch ein U-Boot, aber ein ganz anderes U-Boot als die Olympia. Und darauf war er nicht vorbereitet. Er hatte die falsche Ausbildung erhalten an der Stelle. Und ja, jetzt stand er da. In 2 Wochen übernimmt er ein Schiff, von dem er keine Ahnung hat und soll das Ganze befehligen. Und befehligen hat die ganze Zeit so funktioniert, dass der Führer, der Kapitän, der Chef vorgibt, was gemacht wird. Der kannte das Schiff in- und auswendig. Das ist so, wie es normalerweise funktioniert, kann jeden Befehl erteilen, jede Entscheidung treffen oder eben auch bewerten. Er hatte jetzt keine Ahnung von dem Schiff und war auf dem Boot. Und die Leute sollten, und so war das Führungsmodell auf dem Schiff und insbesondere in der Navy, im Militär, sollten ihm blind folgen. So nach dem Motto, ich habe zwar keine Ahnung, wie das hier funktioniert und ihr sollt blind machen, was ich sage. Und was sagt die brave Crew dazu? Aye, Captain. Ja. So, was waren jetzt die Ziele? Das Boot sollte innerhalb von 6 Monaten fertig für Deployment sein, für das Auslaufen und dann Manöver zu fahren oder eingesetzt zu werden. Und innerhalb von 2 Wochen oder wenigen Wochen kamen die ersten Inspections, dass dann Inspekteure aufs Boot kamen und überprüfen, wie funktioniert das denn alles auf dem Boot, ist das alles in Ordnung, hat das seine Richtigkeit. Und das klingt zwar erstmal sehr lang, 6 Monate, aber es ist unglaublich viel vorzubereiten und es war ein sehr enger Zeitplan, dass man überhaupt dahin kommen konnte, beziehungsweise den Plan gab es so noch gar nicht. Also es war nicht viel Zeit, alle Vorbereitungen zu treffen, diesen 6 Monaten fertig für Deployment zu werden. Was für Lösungsmöglichkeiten gab es jetzt? Natürlich kann der Kapitän in der Zeit sehr viel besser werden. Der kann alles über das Boot lernen, der kann die Leute kennenlernen, um dann eben so Captain zu sein, wie es früher funktioniert hat. Das ist allerdings in 2 Wochen sehr, sehr schwierig möglich, wenn man bedenkt, dass er vorher ein Jahr für ein anderes Boot trainiert wurde und das doch schon ziemlich anders funktioniert. Ist die Frage, kann das alles in 2 Wochen funktionieren, sodass wirklich das gemacht werden muss, was bei den Inspektionen überprüft wird, die Crew das drauf hat, was sie drauf haben muss und so weiter. Und noch viel wichtiger ist es dann sicher, innerhalb von 6 Monaten mit dem Boot auszulaufen. Und da kann die Antwort eigentlich nur Nein sein. Diese Entscheidung, das kann alles nicht der Captain treffen, diese Befehle geben, wenn er sich auf dem Schiff nicht auskennt. Was wäre die Alternative dazu? Der Captain gibt keine Befehle mehr. Marquet hat sich darauf eingelassen und gesagt, okay, ich kenne mich hier nicht aus, aber die Crew weiß, wie es funktioniert. Die wissen, wie es geht. Und deshalb nimmt er sich an der Stelle zurück und guckt, dass er die Verantwortung nach und nach in die Crew hinuntergibt. Er hat das Führungsmodell komplett umgedreht und von Leader-Follower auf Leader-Leader umgestellt. Die Verantwortlichkeiten in die Crew reingegeben.
Wie hat er damit angefangen? Erstmal war er sehr neugierig, wie funktioniert es denn auf dem Schiff? Er hat Fragen gestellt, um das Ganze zu verstehen. Früher ist er mal übers Schiff gegangen und hat gefragt, damit er sieht, ob die Leute verstanden haben, wie es funktioniert. Er wusste es ja, er musste da nicht neugierig fragen, sondern wollte nur überprüfen, dass die Leute es auch verstanden haben. Jetzt ist er mit einer echten Neugier daran gegangen und hat wirklich gefragt, um es zu verstehen, und das sind schon ganz andere Dialoge entstanden. Er ist direkt am Anfang hingegangen und hat die Leute gefragt, was ist denn das, was euch bei der Arbeit aufhält? Was ist das, was ich erhalten soll, wenn ich jetzt das Kommando übernehme? Was ist es, was ich ändern soll? Was funktioniert gut? Aber auch, was wäre das Erste, was ihr ändern würdet? Was kann ich persönlich für euch tun als Kapitän? Und mit dieser Neugier ist er rangegangen und hat dann angefangen, die Kontrolle an die Crew, an die Untergebenen nach und nach zu übergeben. Und das hat er mit Empowering Phrases gemacht, mit I tend to, das ist so das zentralste Prinzip, das er dort angewendet hat. Wenn man sich anguckt, wie das früher funktioniert hat, dann hat der Captain einen Befehl gegeben wie Submerge the ship. Submerge the ship, I. War dann so die Antwort der Untergebenen. Der Befehl kam, das wurde umgesetzt, das wurde auch nicht in Frage gestellt. Und durch dieses Intent to, diese empowernde Phrase, ist er eben hingegangen und hat die Kontrolle denen gegeben, die diese Aktion ausführen und eigentlich auch wissen, was sie da tun. Das, wie sich das erarbeitet hat, vielleicht auch einfach in so einem Dialog abgelegt. Der Captain fragt dann den Untergebenen, what do you think we should do? I think we should submerge the ship, sir. Then tell me you intend to do that. Captain, I intend to submerge the ship. Very well. So kann das dann funktionieren, dass einfach nur die Intention ausgedrückt wird, was gemacht werden soll. Und der Captain im Optimalfall einfach nur noch zustimmt. Er hat die Kontrolle weitergegeben an den Untergebenen, aber immer noch ich würde mal sagen, Kontrollmechanismus, dass er im Zweifelsfall einschreiten kann. Es wird aber auch gezielt formuliert, was die Intention ist, was derjenige beabsichtigt. Und das kriegen auch andere mit. Also im Prinzip kann da noch jemand einschreiten. Das nächste, was dann passieren würde, ist, dass nicht nur die, also dadurch, das ist ein großer Vorteil davon wird die, dadurch wird die psychologische Verantwortung für diese Aktion eben übernommen. Es ist nicht mehr so, dass ich nur noch einen Befehl ausführe und meinen Job mache, sondern ich bin derjenige, der diese Intention hat und ausdrückt und auch durchführt. Und damit habe ich auch die Verantwortung, zumindest gefühlt, für diese Aktion als Untergebener. Das ist der große Vorteil. Um diese Kontrolle ausüben zu können und diese Verantwortung auch wahrnehmen zu können, braucht man natürlich auch die Kompetenz, beurteilen zu können, dass das, was man hier macht, auch wirklich sicher ist in dem Fall. Das ist so der zweite Aspekt, der an der Stelle dazukommt. Wenn diese technische Kompetenz muss beurteilt werden. Spielen wir das Beispiel von eben nochmal durch. Captain, I intend to submerge the ship. What do you think I'm concerned about? You're probably concerned about whether it's safe to do so. Then convince me it's safe. Captain, I intend to submerge the ship. All crew are below decks, the hatches are shut, the ship is rigged for dive, and we've checked the bottom depth. Very well. Damit ist eine Begründung angegeben, diese technische Kompetenz ist, muss vorhanden sein, damit diese Kontrolle auch ausgeübt werden kann und wird damit eben auch wahrgenommen und ausgedrückt. Jetzt haben wir schon zwei Aspekte, die Kontrolle wird übergeben und es wird die technische Kompetenz berücksichtigt, es ist sicher. Und der dritte Aspekt, um diese Kontrolle wirklich wahrnehmen zu können, ist noch die organisatorische Klarheit, die hinten dran stecken muss. Ist es denn auch das Richtige, was an der Stelle getan wird? Und das ist zunächst erstmal Aufgabe des Captains gewesen, das war auch was, was von den Untergebenen verstanden werden soll. Warum passiert das Ganze denn? Um eben auch in der Lage sein zu können, diese Entscheidung zu treffen und richtig zu treffen. Und das ist eine Voraussetzung dafür. Ich spiele jetzt mal wieder durch, wie es weitergehen könnte. Captain, I intend to submerge the ship. All crew are below decks, the hatches are shut, the ship is rigged for dive, and we've checked the bottom depth. Is it the right thing to do? Yes, sir. Our mission requires that we submerge now in order to avoid a collision with the iceberg. Very well. Damit ist dann auch die organisatorische Klarheit abgebildet und auch dafür kann eine Verantwortung übernommen werden. Das sind die drei Säulen, die er auf seinem Boot eingesetzt hat. Die Kontrolle zu übergeben, die technische Kompetenz und die organisatorische Klarheit, und das sind Voraussetzungen für gute Entscheidungen und Kontrolle. Eine Kontrolle, die er an der Stelle nicht mehr treffen konnte. Gucken wir uns die Aspekte ein bisschen genauer an. Kontrolle, Kompetenz, Klarheit. Und mit der Kontrolle an. Was hat er gemacht, um diese Sachen umzusetzen? Und im Buch sind die Dinge nach und nach gut beschrieben, alles ein bisschen in den Ablauf eingebettet, wie er das Boot geführt hat. Zunächst mal muss der genetische Code für die Kontrolle identifiziert werden. Das gilt für alle Unternehmen. Wo ist denn festgehalten in den Strukturen, Prozessen, wie hier Kontrolle ausgeübt wird?
auf dem Boot und im Militär war es relativ klar durch die Befehlsstrukturen, die vorgegeben waren. Dadurch, dass alle Entscheidungen über ganz viele Schritte nach oben gereicht werden mussten, bis am Ende zum Captain, um dann getroffen zu werden und wieder nach unten wandern. Und das war auch durch ganz viele Instrumente, die physisch sichtbar waren, auf dem Boot manifestiert. Und daran konnte man das eben gut festmachen und dann die Regeln dieses Rahmenwerk, die das festlegt, auch entsprechend anpassen und ändern. Wie zum Beispiel, wer darf denn entscheiden, ob ein Crewmitglied auf Landgang gehen darf oder nicht? Das musste früher bis zum Captain hochgehen. Das konnte jetzt der Offizier, der eigentlich nur eine Stufe höher steht als derjenige, der einen Landversuch machen möchte. Und damit hat er auf einmal die Verantwortung für die Crew. Und allein diese Umstellung hat ein sehr, sehr großes Verantwortungsgefühl in diese kleinen Sektoren reingepasst, weil man auf einmal dem gegenüber, der war verantwortlich dafür, dass man auf Landgang gehen konnte. Und diese psychologische Verantwortung, die der damit treffen konnte, hat eine ganz andere Möglichkeit mit sich gebracht, dort zusammenzuarbeiten. Kurze frühe Abstimmung. Jetzt ein bisschen rudern, anstatt kurz vor den Felsen ganz viel zu rudern. I intend to, sind wir eben im Detail durchgegangen. Keine Lösungen anbieten, sehr, sehr schwierig. Auch für agile Berater würde ich mal behaupten, da nicht mit Lösungen zu kommen, sondern die Leute das selbst erarbeiten zu lassen, damit die eben auch in eine Selbstorganisation kommen können. Manchmal auf einem Atom-U-Boot ist es nicht zum Gehen, muss vielleicht doch mal schnell eine Entscheidung getroffen werden. Dann ist es nicht möglich. Und da geht er dann so vor, dass er sagt, die Entscheidung, die trifft er dann in dem Zweifelsfall selbst und schnell, damit sie schnell getroffen ist. Die wird aber nachher im Team evaluiert, um sie dann nochmal zu besprechen. Top-Down-Monitoring abschaffen. Waren ganz viele Stellen, an denen Top-Down-Monitoring stattfand, wo das auf physischem Boot sichtbar war, diese abzuschaffen. Laut zu denken, und das galt für alle. Wenn man eine Aktion ausführt, ich werde jetzt dieses Ventil öffnen, um das und das zu machen, auch da am besten mit Begründung, gibt es den anderen die Möglichkeit, das zu erkennen, was da passiert und im Zweifelsfall auch einzuschreiten. Es führt aber auch zu bewussten Handlungen. Es wird nicht einfach nur irgendwas ausgeführt, weil es auf einer Checkliste steht. Nein, man hat sich Gedanken darüber gemacht. Man führt diese Aktion bewusst durch und mit einem Ziel. Und Inspektoren willkommen heißen. Dort haben nach wenigen Wochen schon die Inspektionen angefangen. Die sind am Anfang auch nicht so gut gelaufen. Nach und nach sind sie hingekommen und haben diese Inspektoren, und das ist ja vergleichbar mit einer Kontrolle von außen beziehungsweise einer Transparenz, die da hergestellt wird, diese willkommen zu heißen und auch zu benutzen, um sich zu verbessern. Mit denen in Dialog zu gehen und zu sagen, wir wissen, dass das hier noch nicht gut funktioniert. Nicht die Fehler zu verstecken, sondern sie offenbar zu machen. Was machen denn andere Schiffe an der Stelle? Wie gehen die denn mit den Problemen um? Wie lösen die das, um da auch einen Austausch herzustellen und davon zu profitieren, dass die Inspektoren an Bord kommen? Kompetenz. Bewusstes Handeln, das ist ähnlich wie das, was ich eben schon gesagt habe, Aktionen bewusst ausführen, kurz vorher drüber nachdenken, was mache ich denn und warum mache ich das denn und es dann erst ausführen. Das führt zwar erstmal zu einem Zeitverlust, führt aber insgesamt zu wesentlich weniger Fehlern und deshalb haben sie sich das auf jeden Fall gegönnt. Dieser permanente Drang zu lernen, und zwar alle und immer. Nicht Training zu besuchen, was ja passiv ist, sondern aktiv zu lernen. Bei der Arbeit, von den anderen, mit den anderen. Das als Vorsatz und das auch in die Regeln reingeschrieben. Don't brief, certify. In dem Sinne, dass die Briefings sind vorher so abgelaufen, dass der Offizier gebrieft hat, wir machen jetzt das und das und das und du machst das und du machst das und du machst das. Habt ihr alle verstanden, was zu tun ist? Hat man über sich ergehen lassen, hat man akzeptiert, Commitment zu dem, was da passiert, war keines da. Und also Verantwortungsgefühl konnte keins entstehen. Und es wurde auch nicht sichergestellt, ob die Leute wirklich wussten, was da zu tun ist. Das Certify ging dahin, dass eben die Leute sagen mussten, was sie machen und wie sie damit dem Ziel dienen. Und man einfach nur noch überprüfen musste, passt das denn zu dem? Haben die verstanden, worum es geht und dann entsprechend nachsteuern konnte. Und dafür war es eben wichtig, dass man die Ziele vorgibt, nicht die Methoden, mit denen man dorthin kommt. Zur Klarheit, Exzellenz erreichen, nicht nur Fehler vermeiden, die ganze Fehlerkultur umstellen auf eine lernorientierte Fehlerkultur. Das ist auch durch die Führung ganz gut zu erreichen, wie man mit den Fehlern umgeht, dass man nicht die Schuldigen sucht, sondern Lösungen findet. Vertrauen aufbauen, auch dadurch, dass man sich den Bedürfnissen der Mitarbeiter annimmt. In dem Fall war das ein Landgang von einem Seemann, dessen Frau ein Kind bekommen hat und die waren gut im Plan gewesen und auf der Strecke gut unterwegs. Und dann haben sie es wirklich gemacht, dass sie noch an den Hafen eingelaufen haben und die Möglichkeit eben sein Neugeborenes in Empfang zu nehmen. Und die Leitprinzipien, die eben dafür gelten, auf festzuhalten, sodass sie für alle Entscheidungen gelten können. Für ihn selbst, aber eben auch für die Entscheidungen, die auf seinem Boot getroffen werden, was ja immer weniger seine Entscheidungen selbst sind.
Und damit war die USS Santa Fe insgesamt sehr erfolgreich. Und die Erfolge können wir uns kurz angucken. Es war vorher ein Boot, das nicht besonders gut performt hat. Die haben so Rankings bei der Navy, wo das ausgewertet wird. Die haben Statistiken darüber, wie viele Leute sich wieder auf dem gleichen Boot enrollen, wie verfügbar das Boot ist. Und in diesen Rankings ist es nach einem Jahr vom schlechtesten Boot zu ziemlich weit oben gekommen und nach 2 Jahren war es das beste Boot auf dieser Liste mit dem jemals vergebenen besten Ranking aller Zeiten, also seitdem die damit begonnen haben. Und ja, das ist, glaube ich, schon was ich sehen lassen kann. Es wurden überdurchschnittlich viele Auszeichnungen und überdurchschnittlich viele Beförderungen und eigene Kommandos an die Leute vergeben in den laufenden Jahren danach. Und es hat sich gezeigt, dass die dann Kommandos auf anderen Schiffen bekommen haben, häufig diesen Führungsstil auch übernommen haben und das ähnlich auf den Booten gemacht haben und die dann auch erfolgreich waren. Also das war durchaus auch eine nachhaltige Geschichte. Und Marquets Ziel war an der Stelle ja auch, dass wenn er weggeht, dass das Boot trotzdem funktioniert. Und als er das Boot übernommen hat, war es nicht in so einem Zustand gewesen. Da war der Captain weg, der vorher die Befehle gegeben hat und den Leuten gesagt hat, was sie machen sollen. Und ohne den hätte nichts mehr funktioniert. Ohne Marquet hätte das einiger Zeit auf jeden Fall noch weiter funktioniert, wenn nicht sogar wesentlich länger. Penny? Ja? Eine Frage. Gerne. Ich habe es gehört am Anfang, aber wann war das etwa? Jetzt bin ich überfragt. 1980 oder jetzt eher 2000? Das muss so 90 bis 2000 irgendwas gewesen sein. Ja. Weißt du, warum er dazu gekommen ist und ist er damit nicht angeeckt? Mit dem Führungsstil? Ja. Er ist dazu gekommen, weil er das selbst in seiner früheren Zeit als Chief oder irgendwas in der Art war, er auch schon auf einem U-Boot gewesen und dort in der Überwachung, wo sie eben die Signale einfangen und so. Und dort hat er eine Situation gehabt, wo er und ein Kollege eine Idee hatten, wie man das Problem vielleicht anders lösen könnte. Und sein damaliger Captain oder Chef, ich weiß nicht, ob es der Captain war, er hat seine Intention ausgedrückt und meinte nur, very well, mach es so, probier es aus. Und das hat ihm eben diese Autonomie über diese Entscheidung gegeben, wo er dachte, ja, das ist mein Bereich, dieses Verantwortungsgefühl. Und da ist dieser Gedanke in ihm aufgekeimt und deshalb hat er das nach und nach entwickelt. Und das Zweite, sein Kommandant hat ihn dabei sehr unterstützt, der ging in eine ähnliche Richtung, hat ihm vielleicht auch mit dem Hintergedanken in die Richtung dieses Schiff, das durchaus problematisch war, übergeben, weil er auch wusste, dass er in die Richtung gehen möchte. Und ja, also das waren so die Gründe, wie er dazu gekommen ist. Also der Kommandant war sein Chef? Also ich bin ja im Militär nicht so... Also der ihn berufen hat, ja, genau. Und auf das Schiff geschickt, okay. Ich weiß nicht, ob Kommandant das Richtige ist. Der stand dahinter und hat ihn auch voll unterstützt. Das ist ja sehr untypisch fürs Militär. Ja, total. Und was das Spannende daran ist, dass es eben top-down eingeführt wurde und so funktioniert hat. Und also finde ich super. Und das in so einer hierarchiegeprägten Organisation wie dem Militär. Also dadurch war es echt super spannend. Dass es da funktioniert, dass es vielleicht sogar gerade da gut funktioniert, auf diese Art und Weise. Noch andere Fragen mit dem U-Boot, bin ich ziemlich durch. Ja? Ich kann mir gut vorstellen, dass das für den Regelbetrieb gut funktioniert. Die Frage ist, wenn dann auf so einem Atom-U-Boot irgendwann einer mal sagt, I intend to push the red button. Das ist eine gute Frage und das ist die einzige Ausnahme, die er definiert hat. Okay. Der rote Knopf gehört ihm. Und zwar nicht, weil es da, weil er die Verantwortung den Leuten nicht zutraut, das würde er sogar. Es geht um die moralische Verantwortung, die da hinten dran steckt. Und das will er den Leuten nicht auflassen. Da hat er gemeint, das gehört dem Captain. Nicht, dass sie eine falsche Entscheidung treffen würden oder sowas, sondern dass sie damit leben müssten. Das ist eigentlich die Grundidee dieses militärischen Befehlsstrukturen, dass es eben Situationen gibt, wo man nicht diskutieren will, kann, darf. Ja, aber, also wie gesagt, das ist die einzige Ausnahme. Und du wirst bestimmt noch andere Beispiele finden, wo du sagst, da muss man nicht diskutieren. Schießen wir jetzt den Torpedo ab oder nicht? Und das kann durchaus auch in der Entscheidungsmacht der Untergebenen liegen. Also das Einzige, was er gesagt hat, ja, Atomraketen schieße ich ab, das will ich meinen Leuten nicht zumuten. Nicht zutrauen, sondern nicht zumuten. Ja. Aber ansonsten auch durchaus solche Entscheidungen. Wie gesagt, manchmal müssen Entscheidungen schnell getroffen werden und wenn es dann irgendwie noch nicht klappt, hat er natürlich die Möglichkeit, das da einzuschreiten. Aber man hat natürlich auch ein bisschen das Gefühl, dass es sich nicht wirklich durchgesetzt hat im Militär, diese Art und Weise zu führen. Zumindest ist es nicht transparent. Das mag sein, aber... ganz viele der Elemente, die er benutzt hat, sind auch in die Trainingskurse für Offiziere aufgenommen worden, sind in die Regelsätze für die Boote dort aufgenommen worden. Also das findet schon seinen Weg da rein. Klar ist es immer noch hierarchisch gestaltet, aber man sieht ja auch, es lässt die Möglichkeit, ein Boot auch so zu führen. Ja, gut. Da war immer noch eine Frage, ich weiß nicht.
Ja, warum hat das funktioniert? Also im Prinzip ist die größte Unterscheidung ja, wenn der Captain alleine denkt und die Entscheidung trifft und gesagt, was macht wird, dann hat man eine denkende Person. Und auf dem Boot war es halt wirklich so, dass 135 Leute denken waren, engagiert, kreativ, proaktiv und initiativ mitgearbeitet haben und die Probleme gelöst haben. Und das hat sich eben bei ganz vielen Sachen gezeigt. Ihr habt irgendwie einen Einsatz, wo sie Seals abholen mussten, irgendwo dunkeln vor der Küste, mussten genau zu dem Treffpunkt kommen. Da hat schon der Navigationsoffizier dem Marquis widersprochen und gesagt, nee, wir müssen da so und so rum reinfahren, weil er irgendwie einem Missverständnis aufgesessen war. Das war schon mal sehr wichtig, um die richtige Position zu machen. Und die Teilgruppen auf diesem Boot haben dann halt alles organisiert, um diese Leute in Empfang zu nehmen, wo früher einfach nur Befehle angenommen wurden und gemacht worden wäre, was nötig wäre, sind hingegangen und haben direkt die Messe so vorbereitet, dass sie dort im Zweifelsfall medizinisch versorgen könnten, weil es könnte ja sein, dass die Leute verletzt zurückkommen. Die haben denen schon Essen vorbereitet und heiße Getränke und so weiter, weil es ja kalt auf dem Wasser war. Alles Dinge, die jetzt nicht irgendwie befohlen wurden, sondern selbst organisiert, weil die Verantwortung für die einzelnen Bereiche in den Bereichen lag. Und das hat sich dadurch eben gezeigt, dass die Leute engagiert, proaktiv mit den Situationen umgegangen sind. Es war für den Marquis auch schwierig, den immer wieder zu widerstehen, da jetzt nicht Befehle zu geben und zu sagen, das macht man so und so. Und ein alte Muster zu verfallen. Aber auch für die Crew, dass er musste die Nachricht immer wieder wiederholen, wie das Ganze läuft. Irgendwann hat er gemeint, es lief alles so gut und er war wieder im Flow und ist in alte Muster gefangen und hatte gemeint, okay, statt nicht irgendwie, er gibt Ziele vor und irgendwer gibt Intention, sondern so jetzt Maschinen auf 2/3 und los geht's. Und die Leute gucken ihn an. Und nichts passiert. Ja, was ist los? Ja, also das Boot kann nur 1/3 und Vollgas. Ja, warum sagt denn dann keiner was? Ja, aber der Befehl war doch da. Und da hat er dann gemerkt, ja, er verfällt in alte Muster, aber die Leute sollen auch weiter nachdenken, wie gefährlich das alles ist. Lassen wir das U-Boot erstmal hinter uns. Gerne nachher noch weiter drauf eingehen. Dann können wir auf ein brasilianisches Maschinenbauunternehmen, und zwar Semco. Vom Ricardo Semler, wer kennt das? Schon bekannter. Schauen wir uns das näher an, vielleicht auch nur ganz kurz. Ricardo Semler hat zwei Bücher darüber, vielleicht sogar noch mehr geschrieben, das Semco-System, Management ohne Manager, wie das alles so funktionieren kann. Kurz der Werdegang, er hat die Firma 1980 übernommen, von seinem Vater, glaube ich. Und das war alles erstmal eine sehr schwierige Lage. 60% des Managements wurde entlassen. Es wurde stark reduziert. Es war ein sehr harter Führungsstil und harte Arbeit, die dort passiert ist. Arbeite hart oder du wirst gefeuert, das war die Devise der Semco. Und das hat dann dazu geführt, dass er einen persönlichen Schicksalsschlag erlitten hat, einen Burnout hatte und danach sehr, sehr viel mehr Wert auf Work-Life-Balance gelegt hat und das Unternehmen dann auch entsprechend führen wollte. Was waren denn so die Prinzipien, die er an der Stelle angewendet hat? Behandle deine Mitarbeiter wie Erwachsene. Die Leute sind vernünftige Erwachsene in ihrem Privatleben, auf der Bank, in der Schule, ihrer Kindern, in Familien und unter Freunden. Warum werden sie plötzlich am Arbeitsplatz wie Jugendliche behandelt? Warum können die Arbeiter nicht involviert werden bei der Auswahl ihrer Führungskräfte? Warum sollten sie nicht selbst managen? Warum dürfen sie nicht den Mund aufmachen, herausfordern, fragen und Informationen offen teilen? Und das war so das Grundprinzip, das er ins Unternehmen gebracht hat, verbunden mit einer Demokratisierung, Empowerment, flachen Hierarchien und eben dem Wert auf Work-Life-Balance. Oberstes Ziel der Firma war die Lebensqualität der Mitarbeiter. Radikale Demokratisierung und eine Neudefinition der Unternehmensstrukturen hat eben dazu geführt, das Ganze zu ermöglichen. Und die Entbürokratisierung eben versucht, unnötige Aufwände, Waste zu vermeiden. Angefangen hat er damit, dass er alle sichtbaren Artefakte von dieser Kontrolle, Unterdrückung, von diesen Strukturen entfernt hat. Es gab keine Krawatten oder Uniformen mehr, oder die Pflicht zumindest nicht. Die Stechuhren wurden abgeschafft, es war eine Vertrauensarbeitszeit. Die Managerparkplätze, die vorher ganz vorne waren, die gab es auch nicht mehr. Da konnte jeder parken, wer zuerst kommt, der hat den Chefparkplatz bekommen. Nachdem die Sachen abgeschafft waren, was wird da so die Dinge, die hinten dran liegen als Prinzipien, als Ziele, die Eigenverantwortung, Demokratie und Mitbestimmung, Transparenz, wie wird die dort gelebt, schauen wir uns gleich an, Effizienz, aber auch die Struktur, wie wurde die aufgebaut, um dem Ganzen eben gerecht zu werden. Gucken wir uns erst die Eigenverantwortung an.
Was kann dort alles selbst entschieden werden? Die Arbeitszeit und der Ort. Klar, erstmal Vertrauensarbeitszeit, wann die Leute arbeiten, war ihre Sache. Wichtiger ist, dass sie ein vereinbartes Ziel auch wirklich erreichen. Und auch der Ort, es gab die Städte, in denen die Büros waren und wo auch die Produktionsstätten waren. Es gab aber auch noch in der Stadt, leichter erreichbar für viele, Semco-Offices, in denen, oder gibt auch noch, in denen die sich zusammensetzen konnten, um dort zu arbeiten, wenn das für die praktischer war. Oder ganz viele machen Homeoffice, wenn es die Arbeit zulässt. Ziele zu erreichen ist eben das Wichtigere, nicht die Arbeitszeit oder die Normen zu genügen. Das Gehalt, ganz interessant, wird bei Semco selbst bestimmt. Allerdings mit gewissen, naja, Einschränkungen kann man es nennen. Damit man das Gehalt sinnvoll bestimmen kann, ist es so, dass diese vier Fragen beantwortet werden von jedem. Wie viel würde ich denn anderswo verdienen? Was verdienen denn andere bei Semco mit einer ähnlichen Qualifikation und Leistung wie ich? Was verdienen denn so Freunde? Das ist ja auch wichtig, um mit seinem Gehalt zufrieden zu sein, weil man sich ja da durchaus auch vergleicht. Und wie viel brauche ich zum Leben? Klar, auch das ist ein entscheidender Grund für das Gehalt. Und mit dem Beantworten dieser vier Fragen konnten sie eben ihr Gehalt selbst festlegen. Es wurde allerdings auch öffentlich gemacht. Alle Gehälter sind öffentlich und jeder kann die einsehen. Von daher muss man sich schon überlegen, was fordert man da und wie begründet man das Ganze. In der Praxis führte das dazu, dass die seltenst Gehaltssprünge über 10% haben und auch eher leicht unterdurchschnittliche Bezahlungen so im Vergleich dort existieren. Also nicht so, dass das groß ausgenutzt wird. Liest man darüber, wie es wirklich dort läuft, kann ich natürlich nicht sagen. Und auch die Ausgaben. Jeder ist für seine Ausgaben, für sich und für seinen Bereich selbst verantwortlich. Wenn man eine Firmenreise macht, ob man da jetzt erste oder zweite Klasse fliegt, das kann man selbst entscheiden. Auch das ist natürlich dann wieder transparent, aber auch den Rechnern, den man vielleicht braucht oder die Unterstützung am Arbeitsplatz. Demokratie und Mitbestimmung. Was im Team entschieden werden kann, das darf auch im Team entschieden werden. Das Team hat das Recht dazu und die Möglichkeiten. Das betrifft auch solche Ausgaben für das Team oder Anschaffungen. Das geht weiter bis zu Einstellungen. Das Team bestimmt selbst, wen es einstellt oder nicht. Neue Bewerber stellen sich beim Team vor und die werden bewertet und die werden vom Team auch befragt, um sie bewerten zu können. Das geht weiter bis zu den Führungskräften. Die einzigen, die dort sonst bewertet werden, sind die Führungskräfte. Führungskräfte werden jedes halbe Jahr von ihren Untergebenen bewertet. Und das führt dann zu so einem Ranking. Neue Führungskräfte müssen sich vorstellen bei ihren Untergebenen und dann wird eben abgestimmt, ob das die Führungskraft werden darf oder nicht. Und die Führungskräfte werden regelmäßig bewertet. Die schreiben, dass Führungskräfte, die mehrmals einen Ranking unter 80 von 100 Punkten bekommen, das Unternehmen von selbst verlassen. Ich weiß nicht genau, wie es im Hintergrund wirklich funktioniert, aber so als Regularie ist das schon mal gar nicht so verkehrt. Und auch die Gewinne, was das Unternehmen erwirtschaftet, werden nach bestimmten Schlüsseln dann durch Abstimmung verteilt, wie die investiert oder an die Leute vergeben werden. Im Team selbst hatte ich schon gesagt, die Budgets, die Gehälter hatte ich vorgestellt, aber auch die Strategie, wie man versucht, diese Ziele dort zu erreichen. Weiß nicht, wie ist das an anderen Stellen? Wer kann bei sich im Team oder für sich Ausgaben von über 500 Euro ohne Genehmigung problemlos tätigen? Das sind sehr wenige. Wer kann nur so im Vergleich dazu ein Meeting mit 8 Personen für eine Stunde einrufen, ohne dass er eine Genehmigung braucht? Hat aber damit jetzt wenig zu tun. Transparenz. Das praktisch alle Informationen des Unternehmens werden veröffentlicht. Und es ist auch so, dass diese Informationen so bereitgestellt werden, dass man damit was anfangen kann. Offenheit und Aufrichtigkeit überwiegen doch bei weitem die Nachteile, sagt Ricardo Semmler dazu. Das sind zum einen die Gehälter, das hatte ich schon gesagt, die Strategien der unterschiedlichen Unternehmensbereiche, aber auch der Gesamtunternehmung, die Statistiken, die hinten dran stecken, die Gewinne. Und es geht auch so weit, dass die Finanzkurse machen, damit man eben auch die Zahlen, die dort stehen, wirklich verstehen kann, dass dann auch der Arbeiter am Fließband versteht, was es mit diesen Gewinnen und diesen Statistiken auf sich hat, um sich davon ein Bild machen zu können. Kommen wir zu Effizienz. Aktenberge sind zu vermeiden. Wir hatten es gestern schon in einer Diskussion über Dokumentation. Was kann schlimmstens Fall passieren, wenn ich dieses Dokument wegwerfe, hat ein General Motors-Chef mal gesagt. Häufig ist das wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Und bei Semco ist es so, dass Dokumente ohnehin nur maximal eine Seite lang sein dürfen und einen griffigen Titel haben müssen, mit dem man auf einen Blick erkennt, worum geht es denn da, was ist denn die Kernaussage.
Angeblich gibt es keine längeren Dokumente als diese eine Seite. Sonst ist so die Devise lesen, verstehen, ausführen, wegwerfen. Das passiert mit Dokumenten. Das zur Effizienz, kommen wir zur Struktur. Wie ist denn die aufgebaut? Die zentrale Einheit bei SEMCO ist das Team. Und darum gliedert sich alles. Ansonsten sie reduziert von diesen 12 Schichten, die es früher gab und ganz viel Management, auf eben 3 Kreise, in denen das Ganze organisiert ist. Damit sind natürlich auch ganz viele Manager weggefallen. Es gibt 4 Jobkategorien und 2 große Konferenzen oder Meetings, in denen das organisiert wird. Das ist mal eine Abbildung des Ganzen. In der Mitte haben wir den inneren Kreis, das sind die Berater. Das sind 6 Stühle, muss man sagen, wovon einer der Semmler innehat. Die anderen sind eben durch seine engsten Berater besetzt, mit denen die Strategie, die Politik des Unternehmens gesteuert und geleitet wird. 2 Plätze in diesem Kreis sind immer frei und die kann eigentlich jeder einnehmen, wenn da Bedarf besteht. Das kann auch der Fließbandarbeiter mal sein. Und alle in diesem inneren Kreis haben gleichberechtigtes Stimmrecht, haben eine Stimme, auch der Semmler an der Stelle. Er sagt dazu, natürlich hat er den Großteil der Firma im Besitz und damit ist natürlich irgendwo auch ein Vetorecht verbunden, selbst wenn das jetzt vielleicht in den Statuten nicht drinsteht. Aber er hat es in den letzten 25 Jahren nie benutzt, weil dieses Vetorecht ein Recht ist, das man nur einmal benutzen kann. Danach funktioniert das ganze System nicht mehr so, wie man es vielleicht erwarten würde. Das war der innere Kreis. Außenrum sind Partner, das sind so die Unternehmenszweigführungen. Im Prinzip sind es dann so wie Subunternehmen, Unternehmenseinheiten, Partner, die dann unabhängig davon geführt werden. Und da ist es auch so, alle Entscheidungen, die auf Unternehmensbereichsebene getroffen werden kann, die werden dort getroffen. Und als nächstes kommt unten drunter eben nur noch Mitarbeiter bzw. Koordinatoren, die nochmal die Teams irgendwie zusammenhalten und die Koordination übernehmen. Das sind die Einheiten, die es in dem Unternehmen gibt. Dann gibt es eine wöchentliche Teamleiterbesprechung in den Teams und die wöchentlichen Konferenzen auf Partner- bzw. Kanzlerebene, wo dann die Strategie, die Politik weitergetrieben wird. An allen Stellen werden Entscheidungen demokratisch und mit einfacher Mehrheit getroffen. Und ansonsten gibt es kein Organigramm, das festlegen würde, wie diese Strukturen funktionieren. Ja, zur Struktur gibt es noch so ein paar weitere Dinge, wie eine Stellenrotation oder ein Satellitenprogramm. Die Stellenrotation sieht vor, dass jeder Mitarbeiter nach 2 bis 5 Jahren die Stelle, den Bereich wechselt, um was anderes kennenzulernen, um dort eben die Probleme der anderen Mitarbeiter und Bereiche im Unternehmen kennenzulernen. Irgendwie seine Stelle zu finden, wo er sagt, ja, in dem Bereich fühle ich mich wohl, das ist das Richtige. Einfach damit auch mehr Entfaltungs-, aber auch, würde man sagen, Karrieremöglichkeiten im Unternehmen zu haben, da zu landen, wo er landen möchte, das Richtige zu finden, Entfaltungsmöglichkeiten zu bekommen. Und das Satellitenprogramm sieht vor, dass wenn irgendwo eine Teileinheit gut funktioniert oder einer eine gute Idee hat, die er gerne umsetzen möchte, dann wird das Ganze gefördert in so einer Art Start-up und der kann eben zum eigenen Unternehmen, zum Partner werden und wird dabei unterstützt, das entsprechend aufzubauen. Und SEMCO ist dann Kunde von ihm, allerdings auch noch Unterstützer, damit ein eigenständiges Unternehmen entsteht. Wenig zentralisierte Einheiten oder Kontrollmechanismen, die schreiben, dass sie nur 2 HR-Leute für 3000 Mitarbeiter hätten. Und der Semmler hat mal gesagt, dass die eine davon bald in Rente geht und sie nicht planen, die Stelle wieder zu besetzen. Der Rest funktioniert dann eben durch Teams und in Selbstorganisationen. Das war SEMCO, Machinenbauunternehmen in Brasilien, sehr breit aufgestellt. Fragen dazu? Also, ich meine, das klingt alles toll und bestimmt sehr anstrengend auch. Also ich glaube, dass das nicht alles nur gut funktioniert. Das sind tolle Ideen. Erzählt er auch über Schwierigkeiten, die er hat? Erzählt er auch über Leute, die das ausnutzen? Weil jede Organisation findet auch ihre Leute, die ihren eigenen Nutzen daraus ziehen. Also Ausnutzen wird häufig abgewiegelt, gerade bei der Gehaltsdiskussion und so war so das Thema, würde nicht ausgenutzt werden, würden sich selbst regulieren. Ich bin nicht so tief in der Literatur, dass ich die Frage jetzt fundiert beantworten kann, das sage ich offen und ehrlich. Ansonsten wird da eben oft angedeutet, regelt sich von selbst oder findet durch dieses Ranking schon statt und so. Ich glaube, das lässt wirklich Platz für solche Sachen. Ja, das kann ausgenutzt werden, ist auch meine Vermutung davon. Beantworten kann ich sie nicht. Noch Fragen dazu?
Was auch ganz interessant ist, die haben keine Geschäftsfelder oder Geschäftsbereiche, weil er dazu sagt, das schränkt doch die Möglichkeiten und die Denkweise ein. Dann muss ich ja an der Stelle Waschmaschinen bauen. Warum sollen das die Waschmaschinenabteilung sein? Vielleicht kommen die auf eine andere Idee. Das wird da nicht irgendwie eingeschränkt oder vorgegeben. Vielleicht noch eine Frage, wie groß ist das Unternehmen? 3000 Mitarbeiter. Weiß jetzt nicht, ob das die aktuellste Zahl ist oder sowas. An einem Standort, mehrere Standorte? Die sind in Brasilien ein bisschen verteilt. Ich glaube, die haben da unterschiedliche Standorte, aber das meiste ist im Hauptstandort und wo die Werke sich auch befinden. Ja. Wie bewerten die Führungskräfte? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Also es gibt so ein Punktesystem, wie die jetzt wirklich genau erhoben werden, kann ich dir nicht sagen. Ja. Beim letzten Beispiel kommt noch so ein Peer-Review-System, da kann ich ein bisschen mehr zu den Fragestellungen sagen. Hier weiß ich nicht, wie es erhoben wird. Wir können uns noch kurz die Erfolge angucken, die sich daraus ergeben. Also das Unternehmen ist sehr erfolgreich seit vielen, vielen Jahren. Der Umsatz ist rasant gestiegen. Was waren da Zahlen, die ich hatte? 1982 waren es 4 Millionen, das war kurz nachdem er das Unternehmen übernommen hat. Und 2003 waren es 212 Millionen, also das ist schon mehr als 4 Millionen. Eine Steigerung von über 20% pro Jahr. Mitarbeiter von 90 damals auf mittlerweile über 3000. Und es ist auch der beliebteste Arbeitgeber in Brasilien für Absolventen. Die haben einen Überhang von 2000 Bewerbungen, die da dauernd reinkommen. Also da streiten sich die Leute nur, um dort arbeiten zu können. Und wie gesagt, das liegt nicht an den Gehältern, sondern es liegt an der Arbeitsatmosphäre. Und das bringt vielleicht auch schon mit sich, dass da Leute mit hoffentlich dem richtigen Mindset reinkommen. Vielleicht kommen dadurch diese Probleme weniger zustande. Ich weiß es natürlich nicht. Wobei es natürlich dann auch wieder die Frage ist. Ich meine, wir hatten es ja vorher mit der Vorderhand und der Rückhand. Und die Frage ist, es waren jetzt viele Sachen. Und die Frage ist, was davon funktioniert oder warum sind die erfolgreich? Vielleicht funktionieren 90% der Sachen nicht, mal ganz überspitzt formuliert. Ja. Und eine Sache funktioniert richtig gut. Und wegen dieser einen Sache, vielleicht ist es nur die Rotation. Und wegen dieser einen Rotation sind die so erfolgreich. Ja. Das ist zum einen Thema. Und das zweite ist natürlich, das Punkt, gerade mal angesprochen wurde, Atmosphäre, sehr beliebter Arbeitgeber. Damit gewinnen die auch die besten Köpfe. Mhm. Und vielleicht ist es nicht das System, sondern gerade die besten Köpfe, die sie gewinnen. Ja, das ist genau richtig und es knüpft ja auch genau an genau das an, was wir heute Morgen an. Ich habe bewusst kein Weil gesagt, also ich will auch nicht sagen, dass das deshalb sein muss. Es liegt vielleicht nahe, aber die Verknüpfung muss jeder oder die Kausalität muss jeder für sich selbst bewerten. Ja. Gibt es nicht die Hybride von Mitarbeitern, die sagen, ich möchte gar nicht selbstständig arbeiten, sondern ich möchte gerne, dass jemand mir das sagt? Also die Supermarktleiterin oder die Kassiererin möchte ja vielleicht ein bisschen nach Hause gehen und jetzt nicht damit Gedanken machen, was sie denn jetzt diese Schicht macht zum Beispiel. Ja, gibt es bestimmt auch. Wir werden jeder integriert. Ich glaube, in dem Fall ist das kein Widerspruch. Das heißt ja nicht, dass jeder jetzt der eigene Unternehmen werden muss oder sowas. Also man organisiert sich im Team und das Team trifft für sich die Entscheidungen, aber wie meine Rolle in dem Team aussieht, das ist vielleicht nochmal eine unbeantwortete Frage an der Stelle. Da muss ja nicht jeder, der mit der Initiative, mit dem Engagement sein, der jetzt hier alles umwerfen möchte. Nee, da gibt es bestimmt auch viele, die kriegen gerne gesagt, was sie machen sollen und das machen sie dann auch gerne und gut. Ja. Das ist in anderen Unternehmen. Ich meine, das ja. Funktioniert für die halt sehr, sehr gut und es funktioniert auch sehr, sehr gut anscheinend. Ja. Und die anderen, die gehen dann halt zu den 95 oder 99% der anderen Unternehmen. Ja. Auch so ein Erfolgsmodell von denen. Ich bin mir nicht sicher, ob das da der Fall ist, weil die eben auch selbst produzieren und da dann halt auch nicht Fließbandarbeit, sondern in Kleingruppen was erstellt wird, aber das ist dann teilweise noch recht nah an der Umsetzung. Ich kann mir vorstellen, dass da jemand sich trotzdem in so eine Arbeitsweise eingliedern kann und auch wohlfühlen kann. Aber mit Sicherheit ist es vielleicht verstärkt so, dass andere Leute dahin gehen. Ja. Beim nächsten Unternehmen, das ich gleich vorstelle, ist es so, dass die mit genau solchen Leuten eben nichts anfangen können und auch von sich aus sagen, das können wir einfach nicht, die Leute integrieren. Und das ist auch gar nicht das Ziel. Das ist okay so, dass wir das nicht können und dass die nicht zu uns passen. Wir haben nichts anderes beseitigt als das blinde, irrational autoritäre Gehabe, das sich produktivitätsmindernd auswirkt. Entschuldigung, Wortfindungsstörung aufgrund von Müdigkeit. Ricardo Semler. Das war Semco. Gut, dann kommen wir zum letzten. Wer erkennt das Symbol und hat schon erraten, worum es geht? Wolf ist das Unternehmen, der Spielehersteller war es mal. Mittlerweile machen sie auch noch viele andere Sachen. Ein amerikanisches Unternehmen in Privatbesitz, mittlerweile über 200 Mitarbeitern, die machen Computerspiele, Half-Life, Counter-Strike, Dota 2,
weiß nicht, was noch alles von denen ist. Eine Game Engine, eine Gaming-Plattform, Steam ist von denen, wer es kennt. Mittlerweile auch eigene Hardware, Virtual Reality, Konsolen sind die mittlerweile auch unterwegs. Weil sie es eben auch nicht einschränken, was an der Stelle wirklich entstehen kann als Lösung. Das macht sie auch so innovativ. Die beiden Gründer sind bei Microsoft ausgestiegen und wollten statt Spiele für Microsoft entwickeln, innovative Spiele entwickeln und haben deshalb ihre eigene Spieleschmiede aufgemacht. Und wie die organisiert ist, gucken wir uns jetzt an. Das sind so ein paar Prinzipien von Selbstorganisation, die dort machen. Die haben flache Hierarchien, die sprechen dort in ihrem Bild von Flatland, sind eigentlich alle auf einer Ebene. Und man hat da nicht wirklich einen Chef. Das ist so, dass sich das selbst findet und es keine Vorgesetzten gibt. Wie weit es geht, werden wir gleich sehen. Kurze Kommunikationswege, man spricht mit denen, mit denen man sprechen muss und mit denen man zusammenarbeitet, setzt man sich auch zusammen. Professionalität wird erwartet. Es ist so, dass das von den Leuten erwartet wird, dass sie sich verbessern, auch ohne Management, dass so eine Verbesserung stattfindet, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie ihrer Arbeit nachgehen. Und das ist, wird erwartet und auch unterstützt durch das, wie sie die Leute finden und was für Leute sie finden wollen. Es ist eine einzigartige Organisationsstruktur und was sehr, sehr interessant ist, die Leute können sich ihre Projekte selbst wählen. Vielleicht da noch ein Zitat zu, but when you're in entertainment, zu den flachen Hierarchien. Hierarchy is great maintaining predictability and repeatability. It simplifies planning and makes it easier to control large group of people from the top down, which is why military organizations rely on it so heavily, außer vielleicht bestimmten U-Booten oder so. But when you're an entertainment company that spends the last decade going out of its way to recruit the most intelligent, innovative, talented people on earth, telling them to sit at a desk and to do what they are told obligates 99% of their value. We want innovators, and that means maintaining an environment where they'll flourish. Also genau darum geht es. Die wollen nicht die Leute, die dir folgen, sondern die gucken, dass sie die besten Köpfe bekommen. Und um das Potenzial zu nutzen, sollen die Leute eben auch selbst wählen, woran sie arbeiten, wie sie arbeiten, was dabei rauskommt. Sie sollen innovativ und kreativ sein können und dürfen. Ein Beispiel ist, die Projekte selbst wählen zu können. Wenn ein neuer Entwickler bei Valve anfängt, dann wird er erstmal relativ alleine gelassen, außer dass er dieses Handbuch für neue Mitarbeiter bekommt, das ihm so ein bisschen helfen kann. Und dieses Handbuch sind Teile davon auch im Netz zu finden. Und da gucken wir uns einfach mal ein paar Beispiele an, was in diesem Handbuch so drin steht. Das erste ist, dass man erklärt bekommt, wie man denn seinen Schreibtisch bewegen kann. Das ist dort alles mobil und die Leute, die zusammenarbeiten wollen oder sollen, die können das auch. Stecker rausziehen, Schreibtisch verschieben, Stecker reingehen, weiter geht's. Das heißt, es ist sehr leicht, sich da irgendwie zu gruppieren, bei irgendwem anderen wiederzufinden. Wie bekomme ich denn raus, an was für ein Projekt ich arbeiten will, kann, soll? Naja, Vorgaben habe ich keine. Und was gibt's für Projekte? Quatsch doch mal mit Leuten. Dann kriegst du schon raus, was hier so abgeht, wo Leute gebraucht werden, wo tolle Ideen sind, wo man vielleicht mitwirken kann. Das ist die Anleitung, die die bekommen, um an ein Projekt zu kommen. Und wenn die ersten 3 Wochen da rumrennen und kein Projekt haben und sie ein Projekt suchen, dann ist das in Ordnung. Wie arbeitet man denn ohne Chef? Naja, wenn man irgendwie eine tolle Idee hat, dann redet man mit jemandem drüber, arbeitet da dran, schippt das Ding und gut ist. Da brauche ich keinen Boss für, der das Ganze genehmigt. So sind auch diese Gaming-Plattform Steam entstanden. Nicht, weil irgendwer gesagt hat, wir bauen das jetzt, sondern weil das eine Idee war, die sich dann durchgesetzt hat. Immer mehr Leute mitgearbeitet haben. Die auch nicht so in das klassische Geschäftsmodell von den Reihenfeld-Spiele zu entwickeln. Das ist recht offen gewesen. Ja gut, das am Rande. Wie macht man den Company-Trip, den die regelmäßig veranstalten? Das ist vielleicht nicht ganz so eine wertvolle Information. Aber das Stack-Ranking, ich hatte es vorhin schon angedeutet, wie bewerten die sich denn gegenseitig? Und daran ist dann eben auch das Gehalt geknüpft, wie das dort aufgebaut wird. Es sind 4 Fragen, die von den Peers beantwortet werden. Wie ist denn sein Skill-Level, seine technischen Fähigkeiten, seine Productivity, den Output, den er generiert insgesamt, sein Beitrag zur Gruppe und sein Beitrag zum Produkt, das an der Stelle gebaut wird. Und damit setzt sich eben dieses Stack-Ranking zusammen. Und daraus resultiert dann eben auch, wie wird er in dem Unternehmen eingeordnet, was das Gehalt angeht. Das Wichtigste bei Valve ist, neue Leute finden und einstellen.
Und deshalb legen sie da sehr, sehr großen Wert drauf, da die richtigen Leute zu finden, die eben die Fähigkeiten haben, die so arbeiten können und wollen. Und ja, das sind eben T-Shaped People, die sie haben wollen, die sehr breit aufgestellt sind, Generalisten sind und sich mit vielem auskennen, aber auch Experten in ein paar Gebieten sind, dort eben eine sehr, sehr hohe Expertise haben. Ich habe es jetzt gelesen, ein Experte ist einer, der von ganz wenig, ganz viel weiß. Nein, von immer weniger, immer mehr weiß, bis er irgendwann mal von nichts alles weiß. Ja, das ist dieses Handbuch, das man am Anfang bekommt und zumindest mal so die wichtigsten Hilfestellungen, um eben in dieser Umgebung klarzukommen. Wie funktioniert das für Räume? Die sind sehr erfolgreich. Ich sage jetzt bewusst nicht wieder, weil sie es so machen, aber ich glaube, es hat schon was damit zu tun, dass sie sehr, sehr viele intelligente Köpfe dort haben. Millionenfach verkaufte Spiele, bis 10 Millionen, eigene Gaming-Engine, Steam mit 125 Millionen aktiven Konten, bringen jetzt eigene Hardware immer mehr auf den Markt. Und was vielleicht ganz interessant ist, sie haben einen höheren Pro-Kopf-Umsatz als Google, Apple, Microsoft. Und das sogar deutlich, wenn man sich die 6,3 gegen 1, 2, 1, 5 oder 0, 8 anguckt. Ich weiß gar nicht mehr. 2014 sind die Zahlen. Ist da vielleicht auch schon eine Aussage drin? Kann man bewerten, wie man möchte. Das war Wolf, bei dem man sich die Projekte selbst aussuchen kann. Als drittes Beispiel für Selbstorganisation und Empowerment. Ansonsten hatten wir das brasilianische Maschinenbauunternehmen Semco und das Atom-U-Boot USS Santa Fe. Damit wäre ich auch schon durch. Wenn es jetzt noch Fragen oder Diskussionen gibt, wäre das schön. Wir haben, glaube ich, noch 5 Minuten Zeit. 10 Minuten Zeit. Ansonsten vielen Dank.